Eigentlich ein Psychologe in Behandlung. Wolf-Dieter Hartmann ist auf der Suche nach sich selbst. Der Psychologe in der Krise. Gleich spricht er darüber. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen im Hof mit Himmel. Baron Münchhausen hat sich ja bekanntlich am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen. Bei Psychologe Wolf-Dieter Hartmann hat das nicht unbedingt funktioniert, der Psychologe in der Krise. Wolf-Dieter Hartmann, Psychologe, 60 Jahre, Familienvater. Seine erste Hochzeit war ein Albtraum, seine zweite ein Fest. Seine zweite Frau, sie ist die erste. Als Student der Psychologie fasziniert ihn sein Fach genauso wie Esoterik und fernöstliche Meditation. Wolf-Dieter Hartmann wird 1946 geboren. Seine Mutter ist gläubige Christin. Für den Sohn ist der christliche Glaube ein rotes Tuch. Bereits früh rebelliert er gegen die Eltern. Wenn seine Mutter mit ihm spricht, stellt er seine Ohren auf Durchzug. Mit seinem Vater redet er irgendwann gar nicht mehr. 1968 beginnt Wolf-Dieter Hartmann mit dem Studium der Psychologie. Es ist die Zeit, als Esoterik und Psychotechniken boomen. Der Student ist weltoffen, also schließt er sich einer Selbsterfahrungsgruppe an. Ob Chakra-Meditation, Kontakte zum Jenseits oder gruppendynamische Übungen, ihn fasziniert jede neue Methode. Bereits als Junge hat Wolf-Dieter Hartmann beschlossen, nie zu heiraten, denn er will niemals in irgendeine Abhängigkeit geraten. Nur seiner langjährigen Freundin Rose zuliebe heiratet er sie 1973 doch. Auch nach der Hochzeit hat er immer wieder andere Frauen, vertritt sogar öffentlich in Vorträgen die freie Liebe. Nach dem Studium macht er sich mit einer psychologischen Praxis selbstständig. Doch bald begegnen ihm Menschen, auf deren Probleme er keine Antwort weiß. Außerdem hat er längst selbst Probleme, die er nicht lösen kann. Herzlich willkommen, Wolf-Dieter Hartmann. Schön, dass Sie da sind. Gerne. So wild, wie Ihr Leben soeben geschildert worden ist, sehen Sie gar nicht aus. Tja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, Sie haben sich natürlich ein bisschen verändert im Laufe der Zeit. Der letzte Satz im Film hieß, dass Sie Probleme nicht lösen konnten. Welche Probleme waren denn das? Gut, es war auf zwei Ebenen. Das eine, dass ich in der Praxis mit Menschen zu tun hatte, mit Klienten, wie man sie nannte, die Probleme hatten, auf die ich keine Antwort hatte. Mhm. Zum Beispiel eine Frau, die Krebs hatte und nur noch 2 Monate zu leben hatte. Und was sollte ich dieser Frau sagen? Das andere, ein Mann, der zu mir kam, mir erzählte, dass er jemanden umgebracht hat. Und das brachte mich an Grenzen in meiner Berufsausübung. Und ich war gerne, ungern ohnmächtig. Mhm. Das war das eine. Auf der anderen Seite war ich mit meiner Frau, also in der Ehe, in einer dermaßen dicken Krise, weil ich gemerkt habe, ich habe es nicht vor die Reihe gekriegt. Ich habe die Beziehung nicht vor die Reihe gekriegt, die Ehe nicht vor die Reihe gekriegt. Ich war einfach ja wirklich am Ende. Mhm. So der Rebell, der da so ein bisschen in dem Film zu spüren schien, der sind Sie heute, wie gesagt, nicht mehr. Sie wirken rein äußerlich, also sehr ruhig und gesetzt. Aber das muss ja wohl dann in Ihrer Jugend ganz anders gewesen sein. Also mit den Eltern irgendwie kamen Sie nicht so richtig klar, ne? Nee, das war ganz schwierig. Also es war zum einen so, dass ich mir ungern was sagen ließ. Zum anderen so, dass ich keine Möglichkeiten an die Hand bekommen hatte, mit schwierigen Situationen richtig umzugehen. Und was macht man, wenn man nicht weiß, wie man mit seinen eigenen inneren Spannungen umgehen soll? Ja. Man greift auf die Sachen zurück, die man irgendwie sich einem anbieten. Und Rebellion war eine der Möglichkeiten. Ist ja eine Kraftquelle, ne? Ist ja eine Power drin. Zum einen das und zum anderen klingt es ja fast nach einem Besuch beim Psychologen, ne? Wenn man hört, dass man also sich selbst irgendwie mit sich selbst nicht klarkommt, dann kommt doch vielleicht die Empfehlung, mal zum Psychologen zu gehen. Die gab es damals noch nicht. Zu dem Zeitpunkt war Psychologie eigentlich gleichbedeutend mit Klapsmühle. Ja. Sind Sie Psychologe geworden, weil Sie selber für Ihr Leben keine Antwort hatten und für die Probleme, die sich heute da aufgebaut haben? Würde ich sagen, ja. Damals zu dem Zeitpunkt nein. Mhm. Also die Entscheidung für das Studium habe ich getroffen, weil ich auf einer Party
nachts um zwei die Frage gestellt bekam, warum ich eigentlich nicht Psychologe werde. Und ja, ich habe mich dann am folgenden Montag angemeldet. Das war der letzte Anmeldetag. Also Sie hatten auch auf diese Frage damals keine Antwort nachts um zwei? Ich hatte keine Antwort. Aha. Und dann der Psychologe an sich, was hat Sie an diesem Beruf gereizt? Was mich gereizt hat, war tatsächlich die Auseinandersetzung mit dem Menschen, also mit dem Menschsein. Was bewegt den Menschen, was treibt den Menschen, was führt ihn dazu, dass er bestimmte Entscheidungen so trifft und nicht anders. Mhm. Also es waren grundsätzliche Fragen. Ich glaube, es war auch die Frage nach mir selbst. Mhm. Wer bin ich, was bewegt mich eigentlich? Jetzt auf Dinge keine Antwort zu wissen, die einen bewegen im Leben, ist ja nicht unbedingt gleichzusetzen mit einer Krise. Wie ist denn, gibt es da so ein Datum vielleicht, wo Sie sagen, also da ging es mir ganz dreckig oder da war die Krise voll am Ausbrechen? Ich glaube, das war so Anfang der 80er Jahre, schon in der Trennungsphase mit meiner Frau. Aber eigentlich so eine Zeit, wo ich gemerkt habe, dass meine ganzen Mechanismen, auch das, was ich für richtig hielt, für gut hielt, dass es alles nicht trug. Mhm. Und das war eigentlich eine Verzweiflung, auch in den verschiedenen Beziehungen, die ich hatte, weil ich irgendwo den Eindruck hatte, ich komme nicht ans Ziel, ich lande nicht. Ich habe es mal so beschrieben, ich war eigentlich auf der Suche nach einer Traumfrau. Es gab irgendwo so eine Geschichte, dass es zu jedem Menschen ein passendes Gegenüber gibt, so wie ein zerbrochener Teller. Mhm. Ne? Und die andere zerbrochene Hälfte, die schwirrt irgendwo in der Welt rum, man muss sie nur finden. Und so war ich auf der Suche nach diesem Traum von einem Menschen, der genau zu mir passt. Ohne zu wissen, dass er dieser Traum schon längst Wirklichkeit geworden Richtig. Zu sein schien, zumindest. Ja. Ja. Und in diese Krise hinein, das haben wir auch schon im Film gehört, kam dann die Scheidung. Ging da der Impuls von Ihnen aus oder von Ihrer Frau, dass Sie gesagt, Schluss? Das weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Aber ich glaube, das war im beiderseitigen Einvernehmen. Ein Verständnis. Ja. Einvernehmen war es nicht, weil es war dann schon ein bisschen auch eine Auseinandersetzung. Aber es war einfach klar, über 4 Jahre der Trennung, dass irgendwo es keine Hoffnung mehr gab. Mhm. Konnten Sie da Ihren Beruf überhaupt noch ausüben in der Zeit, in der Sie selber eigentlich so innerlich zerrissen waren? Das ist was sehr Erstaunliches. Man kann sehr wohl für andere da sein, obwohl man selbst völlig am Boden ist. Mhm. Also da gibt es ist wie so ein Rollenspiel. Man ist in einer Rolle drin, wo man bestimmte Mechanismen hat, wo man anderen begegnen kann, für andere Menschen da sein kann. Aber die greifen nicht für einen selbst. Mhm. Wie sind Sie dann mit der Krise umgegangen? Was haben Sie da gemacht, um vielleicht auch aus dieser Krise wieder rauszukommen? Also es war eigentlich eine Suchbewegung, weiß ich heute. Ja. Damals war es ein Umherlaufen, eigentlich wie verirrt und natürlich eine Suchbewegung, irgendwo, irgendwie eine Antwort zu bekommen. Meine Strategie war, über Fortbildungen, Ausbildungen, letztlich Antworten zu bekommen, nach dem Setting zu suchen und das auch zu finden, das die letzte Antwort bietet. Also das Ganze richtig sachlich, fachlich anzugehen. Da ging also viel über den Kopf und wenig übers Herz, oder? Ja, sachlich, fachlich. Es ging auch, also wenn man es philosophisch nehmen will, dann ging es um die Frage, was ist das richtige Weltbild, das zu mir passt? Ja, gut, das ist natürlich wenig praktisch, ja. Also wenn man so durchs Leben geht und fragt sich, was ist das Weltbild, das zu mir passt, das ja gut, ist aber also es war auch die Suche alltagstauglich, nach, ja? Nach dem Kick, also nach dem, was auch praktisch erfahrbar ist. Ja. Also wenn ich an die ganzen Begegnungen mit esoterischen Richtungen denke, ob das die Chakra-Meditation war, ob das Zen-Buddhismus war, auch Anthroposophie, es war immer begleitet von praktischen Versuchen. Mhm. Also sich hineinzubegeben in diese Meditation, sich hineinzubegeben in diese Denkweise, hat sich auch ausgedrückt in verschiedenen Versuchen, unter anderem Kontakt aufzunehmen mit den unsichtbaren Welten. Ne? Sie haben so vieles ausprobiert und hatten eigentlich von Ihrer Erziehung her, aus Ihrer Kinderstube, den christlichen Glauben ja schon vorgelebt bekommen durch Ihre Mutter. War das für Sie nicht auch mal ein Versuch wert? Nee, absolut nicht. Warum? Also, weil alles, was ich mitbekommen habe, war, glaube ich, vergiftet durch die Strukturen in den Institutionen, also Kirchen, Gemeinden. Weil was mir entgegenkam, war immer irgendwie ein Du musst, du sollst, du darfst nicht, also nur Gesetz. Und das war für mich unmöglich. Das hat meine Rebellion schon überhaupt gar nicht zugelassen, zum einen. Und es war auch nichts Attraktives daran.
Kamen Sie auch irgendwann nochmal an den Punkt, nachdem Sie so viele Sachen ausprobiert hatten, die Ihnen ja scheinbar nicht geholfen haben, dann zu resignieren? Nee, das kann ich so nicht sagen. Also Resignation war eigentlich nicht da. Hoffnungslosigkeit manchmal. Mhm. Oder Verzweiflung, bis an den Rand der Verzweiflung, ja. Solche Momente gab es, aber Resignation eigentlich nicht. Vielen Dank bis dahin. Der Psychologe in der Krise, das klingt fast wie ein schlichter Witz. Wer oder was kann Wolf-Dieter Hartmann helfen? Nach der Trennung von seiner Frau fühlt sich Wolf-Dieter Hartmann immer zerrissener. Er sucht verzweifelt nach Sinn und Ziel für sein Leben. Weder sein Fachwissen noch irgendeine esoterische Methode helfen ihm dabei. 1983 entscheidet sich Wolf-Dieter Hartmann bei einem Spaziergang im Schwarzwald schließlich doch für ein Leben mit Jesus Christus. Mit dieser Entscheidung beginnt für ihn ein umfassender Perspektivwechsel. Er bekommt ein Gespür für die Gefühle seiner geschiedenen Frau. Beruflich stellen sich dem Psychologen Fragen, die er vorher nicht hatte. Er fürchtet, dass Psychologie und Jesus nicht zusammenpassen und er seine Praxis schließen muss. Privat möchte er noch einmal von vorne beginnen. Als er Rose fragt, ob sie ihn ein zweites Mal heiraten will, lehnt sie zunächst ab. Zumindest braucht sie Bedenkzeit. Für ihn ungewohnt, er muss warten. Schließlich stimmt Rose zu. 1985 heiraten die beiden zum zweiten Mal. Wolf-Dieter Hartmann und seine Frau beten ab jetzt für jede Entscheidung. Schnell finden sie eine Wohnung und neue Praxisräume. Für ihn eine Bestätigung, dass er in seinem Beruf bleiben soll. Dann trifft er einige gläubige Fachkollegen, die genau die gleichen Fragen haben wie er. Gemeinsam wollen sie eine christliche Psychologie entwickeln. Höchste Instanz für ihr Denken und Handeln ist das Wort Gottes. 1986 bieten sie ihr erstes Seminar an und gründen noch im gleichen Jahr die Ignis Akademie für christliche Psychologie. Schon bald ist Wolf-Dieter Hartmann einer der Dozenten. Ignis, was bedeutet das zu Deutsch? Das heißt auf Deutsch Feuer, kommt aus dem Lateinischen, hat zu tun mit einigen Gebetseindrücken, die damals bei der Gründungsphase vorhanden waren. Jawohl. Wollen wir noch ein bisschen weiter vorher einsteigen? Ja. Im Film, nun scheinbar hat sie dann der Glaube doch eingeholt oder bekommen. Das klang so spontan und überraschend. Ja, Sie haben uns oder mir vorhin noch erzählt, dass es eigentlich für Sie überhaupt nicht im Blickfeld stand. Wie kam es dazu? Ich war in einem Zentrum für initiatische Therapie im Schwarzwald, eine Mischung aus Jungscher Analyse und Zen-Buddhismus. Mhm. Initiatische Therapie hat was damit zu tun, dass man auf den Weg kommt. Ja. Dort hat eine Mitarbeiterin eines Tages zu mir gesagt, ich sollte mal geistig ein paar Schritte tun. Sie hat mir dann einige esoterische Wege genannt. Ich habe gesagt, ich überlege mir das nochmal, bin spazieren gegangen. Und auf diesem Weg im Schwarzwald, Spaziergang im Schwarzwald, hatte ich plötzlich ein Bild vor meinem inneren Auge. Von einem Marktplatz, von dem verschiedene Wege abgehen. Ich war neugierig, wollte wissen, wie die Wege heißen. Es standen Schilder an den Wegen, da stand drauf Buddhismus, Anthroposophie, verschiedene esoterische Namen. Und dann kam ein Schild, da stand drauf Jesus Christus. Ich war völlig erschrocken, als das Bild auftauchte. Gleichzeitig, in dem Moment, wo ich das Schild sah, wusste ich, das ist der Weg. Mhm. Das Dilemma war dann, dass in mir also ein Kampf entstand, weil ich merkte, wenn ich mich dafür entscheide, dann lege ich mich fest, da gibt es kein Zurück. Alle anderen Wege sind beliebig, ne? Kann man vorwärts, rückwärts, seitwärts gehen, wie man will. Aber dieser Weg mit Jesus, das war mir ganz klar, da gibt es kein Zurück. Das klingt sehr mystisch und geheimnisvoll. Können Sie mir das ein bisschen erklären, wie es dazu kommen konnte oder wie Sie überhaupt so konkret wussten, dass das wohl eine ernstere Geschichte ist? Ja? Das kann ich fast nicht erklären. Ich muss aber vielleicht dazu sagen, es gab vorher schon ein paar Situationen, in denen ich was Ähnliches erlebt habe. Mhm. Also Situationen, Momente, in denen mir Gott begegnet ist. Also, zum Beispiel, es war in dieser Phase der Verzweiflung eines Nachts, ich lag im Bett und habe gebetet, weil mir nichts Besseres einfiel. Mhm. Ich wusste noch nicht mal, warum ich gebetet habe. Aber es war Ausdruck dieser Verzweiflung. Und das Einzige, was mir einfiel, war das Vaterunser. Und ich habe es ein paar Mal leise gebetet, bin dabei eingeschlafen. Und eines Abends habe ich gesagt, heute schlafe ich nicht ein. Und fing an, laut zu beten. Und bin nur bis zum ersten Wort gekommen. Mhm. Also bis zu dem Wort Vater.
In dem Moment hatte ich den Eindruck, der ganze Raum ist erfüllt von der Gegenwart Gottes. War so erschrocken, dass ich die Bettdecke über den Kopf gezogen habe und gewartet habe, bis alles vorbei war. Aber solche Momente, da gab es verschiedene davon, die haben mich irgendwo ins Fragen gebracht. Ist es nicht eher beängstigend, wenn man sowas erlebt, dass man sich da die Decke über den Kopf zieht? Natürlich, ist erschreckend, ne? Weil ich wusste ja nicht, was geschieht hier. Mhm. Und gleichzeitig war es aber etwas, was mich auch angezogen hat, neugierig gemacht hat, ins Suchen gebracht hat. Also letztlich zu fragen, was ist das, warum geschieht das, was hat es damit auf sich? Wie haben diese Begegnungen Ihr Leben verändert? Was ist da passiert? Die Probleme waren ja nicht gleich weg. Nein. Also diese Geschichte da im Schwarzwald, die hat mich herausgefordert, dass ich eine Entscheidung treffe. Mhm. Weil es ging ja darum, welchen Weg will ich wählen. Und ich war allein auf diesem Spaziergang und ich habe dann für mich die Entscheidung getroffen und Ja gesagt. Ich habe gleichzeitig dabei ja gemerkt, was eigentlich mein Problem war. Das war mir vorher nicht bewusst. Mhm. Ich wollte mich eigentlich nicht festlegen. Zu was haben Sie Ja gesagt? Zu Jesus Christus, zu dem Weg. Mhm. Weil das war so klar, also die Erkenntnis, dass das der Weg ist, war so klar. Ich würde heute sagen, das war vielleicht so etwas wie Offenbarungserkenntnis. Ja. Weil es ist nicht mit dem Verstand zu greifen. Was bedeutet es, wenn man Ja sagt zu Jesus Christus oder einem Weg, der hier aufgezeigt wird? Ich hatte keine Ahnung. Mhm. Also ich habe Ja gesagt, weil es so klar war, dass es der Weg ist. Mhm. Aber ich wusste noch nicht, was es bedeutet. Ich bin nach Hause, habe für mich einfach nur aufgeschrieben in einer Bibel, in der ich nie gelesen habe, Ja und das Datum. Dann habe ich eigentlich weitergelebt wie vorher. Und dann habe ich in der Folgezeit erlebt und erfahren, wie Gott mich eigentlich so an die Hand genommen hat. Es gab dann so Begebenheiten, die eigentlich nicht richtig vorstellbar waren. Mhm, zum Beispiel? Zum Beispiel, dass mich, ich habe ja in einer Kirchengemeinde gearbeitet zu der Zeit. Und als sie mitkriegten, dass ich Ja gesagt hatte zu Jesus Christus, haben die gesagt, das dürfte ich aber niemandem erzählen. Mhm. Und trotzdem haben sie mich angefragt, ob ich nicht eine Gesprächsreihe machen würde zum Thema Bibel und Psychologie. Und auf die Weise habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Also das wäre mir nie eingefallen. Und während des Lesens der Bibel plötzlich habe ich gemerkt, wie Gott mir darin auch begegnet ist, wie er mich angesprochen hat, wie Worte mir deutlich wurden. Passt es eigentlich zusammen, Bibel und Psychologie? Das kommt darauf an, was man unter Psychologie versteht, ja. Mhm. Also erstmal heißt Psychologie ja die Lehre von der Seele. Und insofern ist die Bibel durchaus ein Buch, wo man viel über die Seele lesen kann. Und viel hören kann über das, was Gott sich gedacht hat über die Seele des Menschen. Also der Ursprung der Psychologie liegt mehr oder weniger in der Bibel vergraben. Man muss sie nur lesen. Grundsätzlich, also ich würde schon sagen, dass die Psychologen der Urzeit, das waren die Priester, das waren die Mönche. Das waren Menschen, die sich einfach mit dem Menschen beschäftigt haben. Ich möchte noch gerne mal zu Ihnen persönlich kommen. Mhm. Die Veränderung, die da stattgefunden hat, wie hat sich Ihre Krise gelegt oder aufgelöst oder was ist mit Ihren Fragen geworden? Also erstmal hatte ich sie noch alle, die Fragen, aber irgendwo durch das Lesen der Bibel hat es plötzlich eine Spur bekommen. Und das Nächste, ich bin dann ungefähr ein Jahr später in einen Grundkurs des Glaubens gegangen. Bin ich auch reingeschneit, das ist noch eine extra Geschichte. Mhm. Also weil ich eine Selbsterfahrungsgruppe hatte und eine Frau aus dieser Selbsterfahrungsgruppe, die ist eines Tages in diesen Grundkurs des Glaubens gegangen. Also dass man mehr oder weniger wie in einem Volkshochschulkurs lernt, was der christliche Glaube eigentlich Richtig. Bedeutet und Richtig. Wie man sowas dann im Alltag umsetzen kann. Richtig. Mhm. Also letztlich mündete das dann in der Zugehörigkeit zu einer Gemeinde, dass ich überhaupt in eine Gemeinde kam. Ja. Dann habe ich meine geschiedene Frau angerufen und habe ihr gesagt, du, es gibt einen Grundkurs des Glaubens, weil ich wusste, dass sie auch auf der Suche war. Mhm. Und dann ist sie in einen Folgekurs gegangen, also in einen nächsten Grundkurs des Glaubens. Und danach haben wir uns dann immer sonntags im Gottesdienst getroffen. Jawohl, und dann ging die ganze Geschichte mit Ihnen beiden nochmal von vorne los. Ja, sie hat dann nach 3 Monaten gefragt, was das soll, dass wir uns jeden Sonntag da treffen. Und dann habe ich gesagt, ohne zu überlegen, wir heiraten wieder. Und sie hat ohne zu überlegen gesagt, nein. Konnte ich auch gut verstehen, weil so aufgrund unserer Geschichte konnte ich es sehr gut verstehen, dass sie mich nicht nochmal heiraten wollte. Mhm. Aber dann hat Gott ihr eigentlich in den folgenden Monaten sehr klar gemacht, dass sie etwas sehr Wesentliches versäumt, wenn sie mich nicht wieder heiratet. Und so hat sie dann sich von Gott überzeugen lassen.
Wie hat sich jetzt Ihre Arbeit verändert, Ihre Arbeit als Psychologe, nach der Erkenntnis, dass Sie den Weg also mit Jesus gehen wollen und die Psychologie natürlich weiterhin auch für Sie der Broterwerb darstellt? Was ist da jetzt anders geworden? Beraten Sie die Menschen anders oder denken Sie jetzt anders über Psychologie und Freud und all die Geschichten, die damit dazugehören? Vielleicht kann ich es so nochmal erzählen. Das war damals, nachdem wir wieder geheiratet hatten, meine Frau und ich. Da habe ich gespürt, wie immer mehr diese Spannung auftrat zwischen dem, was ich in der Psychologie gelernt hatte und dem, was ich in der Bibel las. Und in dieser Suchbewegung bin ich dann auf diese Gruppe von Psychologen gestoßen, die gleichen Fragen hatte. Mhm. Und dann gab es einen Grundkurs für christliche Psychologie. Und in diesem Kurs gab es an einem Wochenende die Fragestellung, wer ist für dich oder was ist für dich ein Maßstab für dein Denken und dein Handeln? Es ging um das Wort Gottes. Und ich hatte die Vorstellung, wenn ich mich dafür entscheide, für das Wort Gottes als Maßstab für mein Denken und Handeln, dann kann ich meine Praxis schließen. Weil ich den Gedanken hatte, dann muss ich ständig überlegen, was darf ich jetzt noch machen, was darf ich nicht tun. Und das erschien mir so kompliziert, dass ich dachte, das kriege ich nicht hin. Sie haben am Anfang zwei Beispiele erzählt von Menschen, die Sie also so beschäftigt haben, dass Sie in die Krise gekommen sind. Einmal eine Frau, die nicht mehr lange zu leben hatte, und zum anderen der Mann, der jemanden umgebracht hat. Ja. Haben Sie darauf jetzt eine Antwort, beziehungsweise können Sie diese Menschen aufgrund Ihrer Kenntnis der Bibel und Ihres christlichen Glaubens jetzt anders beraten? Ganz klar. Weil ich kann den Menschen jetzt erzählen, wo ich Hoffnung, wo ich Glaube, wo ich Zuversicht herbekomme, wo ich meine Hilfe bekomme. Und vielleicht, aber das hängt damit zusammen, in dieser Phase damals, als es um die diese Frage ging, was mache ich mit dieser Spannung zwischen meiner Ausbildung und dem, was ich in der Bibel lese, da hat Gott zu mir gesprochen. Er hat zu mir gesagt, was strengst du dich eigentlich so an? Entscheide du dich für mein Wort und ich werde deine Arbeit verändern. Das heißt, es ging nicht darum, dass ich mich anstrenge und irgendwas hinkriege, sondern dass ich vertraue, dass Gott das kann. Mhm. Und dann habe ich mich darauf eingelassen und nach einem halben Jahr hat mich jemand gefragt, wie arbeitest du jetzt? Und dann habe ich das so erzählt und dann hat er nach einer kurzen Zeit gesagt, Mensch, du machst das ja, wie wir uns das in der christlichen Psychologie vorstellen. Und dann habe ich in der Rückschau gemerkt, wie Gott meine Arbeit verändert hat. Hilft es Ihren Klienten oder Patienten, wenn Sie denen mitteilen, dass sie eine Hoffnung haben? Ja, da sagt doch dann vielleicht derjenige, den es betrifft und der diese Hoffnung nicht hat, na und? Also die Menschen, die damals in der Praxis waren und denen ich davon erzählt habe, wo sich eine Gelegenheit gegeben hat und die Menschen das wollten. Es ging ja auch darum, dann mit offenen Karten zu spielen und denen zu erzählen, auf welcher Grundlage ich arbeite. 95% dieser Menschen haben sich dann auch für Jesus entschieden. Mhm. Also das heißt, sie waren offen dafür, hinzuhören. Sie waren offen dafür, sich darauf einzulassen. Und dann sind sie selbst Gott begegnet. Es geht ja nicht darum, dass ich irgendwas glaube, nur weil ein Mensch das sagt. Sondern es geht darum, dass ich mich einmal dafür öffne, so nach dem Motto, Gott, wenn es dich gibt, dann möchte ich dich erfahren. Was macht Sie denn so sicher, dass der christliche Glaube und so wie Sie ihn leben, kein Psychotrick ist? Weil ich erfahren habe, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Man kann sich das nicht einbilden, man kann sich das nicht vormachen. Mhm. Dafür habe ich genug andere Dinge erlebt, wo ich versucht habe, mir etwas vorzumachen. Aber ich könnte es jetzt auch nicht beweisen, ich könnte sie nicht überzeugen. Ja. Ich kann nur dem Menschen eigentlich vorschlagen, dass er sich einmal dafür öffnet, für diese Frage. Gott, wenn es dich gibt, dann offenbare dich mir. Also im Prinzip ausprobieren. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen jetzt sagen, jawohl, ich möchte das auch gerne ausprobieren. Wo findet man denn Psychologen wie Sie, die auch ähnlich jetzt mal arbeiten? Gut, da gibt es natürlich ein Verzeichnis. Ne? Es gibt, im Internet kann man gucken, unter C-Stab, da gibt es christliche Hinweise für christliche Seelsorger, Therapeuten. Es gibt einen Beratungsführer, es gibt bei Ignis eine Datei von akkreditierten christlichen Beratern. Gibt schon. Jawohl. Vielen herzlichen Dank.
dass Sie hier bei mir in der Sendung waren. Gerne. Ich fand es sehr spannend, auch wenn nicht alle Dinge, die Sie erlebt haben, letztlich dann auch verständlich sind. Und Sie sagen ja auch, Sie können niemanden überzeugen. Es muss jeder schon selber ausprobieren, so wie Sie das auch getan haben. Wichtig ist vermutlich, dass man sich auf die Suche macht. Ja, genau so. Dankeschön. Also es waren grundsätzliche Fragen. Ich glaube, es war auch die Frage nach mir selbst. Mhm. Wer bin ich? Was bewegt mich eigentlich? Jetzt auf Dinge keine Antwort zu wissen, die einen bewegen im Leben, ist ja nicht unbedingt gleichzusetzen mit einer Krise. Wie ist denn, gibt es da so ein Datum vielleicht, wo Sie sagen, also da ging es mir ganz dreckig oder da war die Krise voll am Ausbrechen? Ich glaube, das war so Anfang der 80er Jahre, schon in der Trennungsphase mit meiner Frau. Aber eigentlich so eine Zeit, wo ich gemerkt habe, dass meine ganzen Mechanismen, auch das, was ich für richtig hielt, für gut hielt, dass es alles nicht trug. Mhm. Und es war eigentlich eine Verzweiflung, auch in den verschiedenen Beziehungen, die ich hatte, weil ich irgendwo den Eindruck hatte, ich komme nicht ans Ziel, ich lande nicht. Ich habe es mal so beschrieben, ich war eigentlich auf der Suche nach einer Traumfrau. Es gab irgendwo so eine Geschichte, dass zu jedem Menschen ein passendes Gegenüber gibt, so wie ein zerbrochener Teller. Mhm. Ne? Und die andere zerbrochene Hälfte, die schwirrt irgendwo in der Welt rum, man muss sie nur finden. Und so war ich auf der Suche nach diesem Traum von einem Menschen, der genau zu mir passt. Ohne zu wissen, dass er dieser Traum schon längst Wirklichkeit geworden Richtig. Zu sein schien, zumindest. Ja. Ja. Aha. Und in diese Krise hinein, das haben wir auch schon im Film gehört, kam dann die Scheidung. Ging da der Impuls von Ihnen aus oder von Ihrer Frau, dass Sie gesagt, Schluss? Das weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Aber ich glaube, das war im beiderseitigen Einvernehmen. Ein Verständnis. Ja. Einvernehmen war es nicht, weil es war dann schon ein bisschen auch eine Auseinandersetzung. Aber es war einfach klar, über 4 Jahre der Trennung, dass irgendwo es keine Hoffnung mehr gab. Mhm. Konnten Sie da Ihren Beruf überhaupt noch ausüben in der Zeit, in der Sie selber eigentlich so innerlich zerrissen waren? Das ist was sehr Erstaunliches. Man kann sehr wohl für andere da sein, obwohl man selbst völlig am Boden ist. Mhm. Also da gibt es ist wie so ein Rollenspiel. Man ist in einer Rolle drin, wo man bestimmte Mechanismen hat, wo man anderen begegnen kann, für andere Menschen da sein kann. Aber die greifen nicht für einen selbst. Mhm. Wie sind Sie dann mit der Krise umgegangen? Was haben Sie da gemacht, um vielleicht auch aus dieser Krise wieder rauszukommen? Also es war eigentlich eine Suchbewegung, weiß ich heute. Ja. Damals war es ein Umherlaufen, eigentlich wie verirrt und natürlich eine Suchbewegung, irgendwo, irgendwie eine Antwort zu bekommen. Meine Strategie war, über Fortbildungen, Ausbildungen letztlich Antworten zu bekommen, nach dem Setting zu suchen und das auch zu finden, das die letzte Antwort bietet. Also das Ganze richtig sachlich, fachlich anzugehen, da ging also viel über den Kopf und wenig übers Herz, oder? Ja, sachlich, fachlich. Es ging auch, also wenn man es philosophisch nehmen will, dann ging es um die Frage, was ist das richtige Weltbild? Zen-Buddhismus war auch Anthroposophie. Es war immer begleitet von praktischen Versuchen. Mhm. Also sich hineinzubegeben in diese Meditation, sich hineinzubegeben in diese Denkweise. Das hat sich auch ausgedrückt in verschiedenen Versuchen, unter anderem Kontakt aufzunehmen mit den unsichtbaren Welten. Ne? Sie haben so vieles ausprobiert und hatten eigentlich von Ihrer Erziehung her, aus Ihrer Kinderstube, den christlichen Glauben ja schon vorgelebt bekommen durch Ihre Mutter. War das für Sie nicht auch mal ein Versuch wert? Nee, absolut nicht. Warum? Also, weil alles, was ich mitbekommen habe, war, glaube ich, vergiftet durch die Strukturen in den Institutionen, also Kirchen, Gemeinden. Weil was mir entgegenkam, war immer irgendwie ein du musst, du sollst, du darfst nicht, also nur Gesetz. Und das war für mich unmöglich. Das hat meine Rebellion schon überhaupt gar nicht zugelassen, zum einen. Und es war auch nichts Attraktives daran. Kamen Sie auch irgendwann nochmal an den Punkt, nachdem Sie so viele Sachen ausprobiert hatten, die Ihnen ja scheinbar nicht geholfen haben, dann zu resignieren? Nee, das kann ich so nicht sagen. Also Resignation war eigentlich nicht da. Hoffnungslosigkeit manchmal. Mhm. Oder Verzweiflung, bis an den Rand der Verzweiflung, ja. Ja. Solche Momente gab es, aber Resignation eigentlich nicht. Vielen Dank bis dahin. Der Psychologe in der Krise, das klingt fast wie ein schlechter Witz. Wer oder was kann Wolf-Dieter Hartmann helfen?
Nach der Trennung von seiner Frau fühlt sich Wolf-Dieter Hartmann immer zerrissener. Er sucht verzweifelt nach Sinn und Ziel für sein Leben. Weder sein Fachwissen noch irgendeine esoterische Methode helfen ihm dabei. 1983 entscheidet sich Wolf-Dieter Hartmann bei einem Spaziergang im Schwarzwald schließlich doch für ein Leben mit Jesus Christus. Mit dieser Entscheidung beginnt für ihn ein umfassender Perspektivwechsel. Er bekommt ein Gespür für die Gefühle seiner geschiedenen Frau. Beruflich stellen sich dem Psychologen Fragen, die er vorher nicht hatte. Er fürchtet, dass Psychologie und Jesus nicht zusammenpassen und er seine Praxis schließen muss. Privat möchte er noch einmal von vorne beginnen. Als er Rose fragt, ob sie ihn ein zweites Mal heiraten will, lehnt sie zunächst ab. Zumindest braucht sie Bedenkzeit. Für ihn ungewohnt, er muss warten. Schließlich stimmt Rose zu. 1985 heiraten die beiden zum zweiten Mal. Wolf-Dieter Hartmann und seine Frau beten ab jetzt für jede Entscheidung. Schnell finden sie eine Wohnung und neue Praxisräume. Für ihn eine Bestätigung, dass er in seinem Beruf bleiben soll. Dann trifft er einige gläubige Fachkollegen, die genau die gleichen Fragen haben wie er. Gemeinsam wollen sie eine christliche Psychologie entwickeln. Höchste Instanz für ihr Denken und Handeln ist das Wort Gottes. Aber etwas, was mich auch angezogen hat, neugierig gemacht hat, ins Suchen gebracht hat. Also letztlich zu fragen, was ist das, warum geschieht das, was hat es damit auf sich? Wie haben diese Begegnungen Ihr Leben verändert? Was ist da passiert? Die Probleme waren ja nicht gleich weg. Nein. Also diese Geschichte da im Schwarzwald, die hat mich herausgefordert, dass ich eine Entscheidung treffe. Mhm. Weil es ging ja darum, welchen Weg will ich wählen. Und ich war allein auf diesem Spaziergang und ich habe dann für mich die Entscheidung getroffen und Ja gesagt. Ich habe gleichzeitig dabei ja gemerkt, was eigentlich mein Problem war. Das war mir vorher nicht bewusst. Mhm. Ich wollte mich eigentlich nicht festlegen. Zu was haben Sie Ja gesagt? Zu Jesus Christus, zu dem Weg. Mhm. Weil das war so klar, also die Erkenntnis, dass das der Weg ist, war so klar. Ich würde heute sagen, das war vielleicht sowas wie Offenbarungserkenntnis. Ja. Weil es ist nicht mit dem Verstand zu greifen. Was bedeutet es, wenn man Ja sagt zu Jesus Christus oder einem Weg, der hier aufgezeigt wird? Ich hatte keine Ahnung. Mhm. Also ich habe Ja gesagt, weil es so klar war, dass es der Weg ist. Mhm. Aber ich wusste noch nicht, was es bedeutet. Ich bin nach Hause, habe für mich einfach nur aufgeschrieben in einer Bibel, in der ich nie gelesen habe, Ja und das Datum. Dann habe ich eigentlich weitergelebt wie vorher. Und dann habe ich in der Folgezeit erlebt und erfahren, wie Gott mich eigentlich so an die Hand genommen hat. Es gab dann so Begebenheiten, die eigentlich nicht richtig vorstellbar waren. Mhm, zum Beispiel? Zum Beispiel, dass ich habe ja in einer Kirchengemeinde gearbeitet zu der Zeit. Und als sie mitkriegten, dass ich Ja gesagt hatte zu Jesus Christus, haben die gesagt, das dürfte ich aber niemandem erzählen. Mhm. Und trotzdem haben sie mich angefragt, ob ich nicht eine Gesprächsreihe machen würde zum Thema Bibel und Psychologie. Und auf die Weise habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Also das wäre mir nie eingefallen. Und während des Lesens der Bibel plötzlich habe ich gemerkt, wie Gott mir darin auch begegnet ist, wie er mich angesprochen hat, wie Worte mir deutlich wurden. Passt es eigentlich zusammen, Bibel und Psychologie? Das kommt darauf an, was man unter Psychologie versteht, ja. Mhm. Also erstmal heißt Psychologie ja die Lehre von der Seele. Und insofern ist die Bibel durchaus ein Buch, wo man viel über die Seele lesen kann. Und viel hören kann über das, was Gott sich gedacht hat über die Seele des Menschen. Also der Ursprung der Psychologie liegt mehr oder weniger in der Bibel vergraben. Man muss sie nur lesen. Grundsätzlich, also ich würde schon sagen, dass die Psychologen der Urzeit, das waren die Priester, das waren die Mönche, das waren Menschen, die sich einfach mit dem Menschen beschäftigt haben. Ich möchte noch gerne mal zu Ihnen persönlich kommen. Mhm. Die Veränderung, die da stattgefunden hat, wie hat sich Ihre Krise gelegt oder aufgelöst oder was ist mit Ihren Freunden ausprobiert und hatten eigentlich von Ihrer Erziehung her, aus Ihrer Kinderstube, den christlichen Glauben ja schon vorgelebt bekommen durch Ihre Mutter. War das für Sie nicht auch mal ein Versuch wert? Nee, absolut nicht. Warum? Also, weil alles, was ich mitbekommen habe, war, glaube ich, vergiftet durch die Strukturen in den Institutionen, also Kirchen, Gemeinden, weil was mir entgegenkam, war immer irgendwie ein du musst, du sollst, du darfst nicht. Also nur Gesetz. Und das war für mich unmöglich.
Das hat meine Rebellion schon überhaupt gar nicht zugelassen, zum einen. Und es war auch nichts Attraktives daran. Kamen Sie auch irgendwann nochmal an den Punkt, nachdem Sie so viele Sachen ausprobiert hatten, die Ihnen ja scheinbar nicht geholfen haben, dann zu resignieren? Nee, das kann ich so nicht sagen. Also Resignation war eigentlich nicht da. Hoffnungslosigkeit manchmal. Mhm. Oder Verzweiflung, bis an den Rand der Verzweiflung, ja. Solche Momente gab es, aber Resignation eigentlich nicht. Vielen Dank bis dahin. Der Psychologe in der Krise, das klingt fast wie ein schlechter Witz. Wer oder was kann Wolf-Dieter Hartmann helfen? Nach der Trennung von seiner Frau fühlt sich Wolf-Dieter Hartmann immer zerrissener. Er sucht verzweifelt nach Sinn und Ziel für sein Leben. Weder sein Fachwissen noch irgendeine esoterische Methode helfen ihm dabei. 1983 entscheidet sich Wolf-Dieter Hartmann bei einem Spaziergang im Schwarzwald schließlich doch für ein Leben mit Jesus Christus. Mit dieser Entscheidung beginnt für ihn ein umfassender Perspektivwechsel. Er bekommt ein Gespür für die Gefühle seiner geschiedenen Frau. Beruflich stellen sich dem Psychologen Fragen, die er vorher nicht hatte. Er fürchtet, dass Psychologie und Jesus nicht zusammenpassen und er seine Praxis schließen muss. Privat möchte er noch einmal von vorne beginnen. Als er Rose fragt, ob sie ihn ein zweites Mal heiraten will, lehnt sie zunächst ab. Zumindest braucht sie Bedenkzeit. Für ihn ungewohnt, er muss warten. Schließlich stimmt Rose zu. 1985 heiraten die beiden zum zweiten Mal. Wolf-Dieter Hartmann und seine Frau beten ab jetzt für jede Entscheidung. Schnell finden sie eine Wohnung und neue Praxisräume. Für ihn eine Bestätigung, dass er in seinem Beruf bleiben soll. Dann trifft er einige gläubige Fachkollegen, die genau die gleichen Fragen haben wie er. Gemeinsam wollen sie eine christliche Psychologie entwickeln. Höchste Instanz für ihr Denken und Handeln ist das Wort Gottes. 1986 bieten sie ihr erstes Seminar an und gründen noch im gleichen Jahr die Ignis Akademie für christliche Psychologie. Schon bald ist Wolf-Dieter Hartmann einer der Dozenten. Ignis, was bedeutet das zu Deutsch? Das heißt auf Deutsch Feuer, kommt aus dem Lateinischen, hat zu tun mit einigen Gebetseindrücken. Zum einen das und zum anderen klingt es ja fast nach einem Besuch beim Psychologen. Ne? Wenn man hört, dass man also sich selbst irgendwie mit sich selbst nicht klarkommt, dann kommt doch vielleicht die Empfehlung, mal zum Psychologen zu gehen. Die gab es damals noch nicht zu dem Zeitpunkt. War Psychologie eigentlich gleichbedeutend mit Klapsmühle. Ja. Sind Sie Psychologe geworden, weil Sie selber für Ihr Leben keine Antwort hatten? Und für die Probleme, die sich da aufgebaut haben? Würde ich sagen, ja. Damals zu dem Zeitpunkt, nein. Mhm. Also die Entscheidung für das Studium habe ich getroffen, weil ich auf einer Party nachts um zwei die Frage gestellt bekam, warum ich eigentlich nicht Psychologe werde. Und ja, ich habe mich dann am folgenden Montag angemeldet. Das war der letzte Anmeldetag. Also Sie hatten auch auf diese Frage damals keine Antwort nachts um zwei? Ich hatte keine Antwort. Aha. Und dann der Psychologe an sich, was hat Sie an diesem Beruf gereizt? Was mich gereizt hat, war tatsächlich die Auseinandersetzung mit dem Menschen, also mit dem Menschsein, was bewegt den Menschen, was treibt den Menschen, was führt ihn dazu, dass er bestimmte Entscheidungen so trifft und nicht anders. Mhm. Also es waren grundsätzliche Fragen. Ich glaube, es war auch die Frage nach mir selbst. Mhm. Wer bin ich? Was bewegt mich eigentlich? Jetzt auf Dinge keine Antwort zu wissen, die einen bewegen im Leben, ist ja nicht unbedingt gleichzusetzen mit einer Krise. Wie ist denn, gibt es da so ein Datum vielleicht, wo Sie sagen, also da ging es mir ganz dreckig oder da war die Krise voll am Ausbrechen? Ich glaube, das war so Anfang der 80er Jahre, schon in der Trennungsphase mit meiner Frau. Aber eigentlich so eine Zeit, wo ich gemerkt habe, dass meine ganzen Mechanismen, auch das, was ich für richtig hielt, für gut hielt, dass es alles nicht trug. Mhm. Und es war eigentlich eine Verzweiflung, auch in den verschiedenen Beziehungen, die ich hatte, weil ich irgendwo den Eindruck hatte, ich komme nicht ans Ziel, ich lande nicht. Ich habe es mal so beschrieben, ich war eigentlich auf der Suche nach einer Traumfrau. Es gab irgendwo so eine Geschichte, dass es zu jedem Menschen ein passendes Gegenüber gibt, so wie ein zerbrochener Teller. Mhm. Ne? Und die andere zerbrochene Hälfte, die schwirrt irgendwo in der Welt rum, man muss sie nur finden. Und so war ich auf der Suche nach diesem Traum von einem Menschen, der genau zu mir passt.
Ohne zu wissen, dass er diesen Traum, dass dieser Traum schon längst Wirklichkeit geworden Richtig. Zu sein schien, zumindest, ja. Ja. Aha. Und in diese Krise hinein, das haben wir auch schon im Film gehört, kam dann die Scheidung. Ging da der Impuls von Ihnen aus oder von Ihrer Frau, dass Sie gesagt, Schluss? Das weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Aber ich glaube, das war im beiderseitigen Einvernehmen. Ein Verständnis. Ja. Einvernehmen war es nicht, weil es war dann schon ein bisschen auch eine Auseinandersetzung. Aber es war einfach klar, über 4 Jahre der Christgläubige Christin. Für den Sohn ist der christliche Glaube ein rotes Tuch. Bereits früh rebelliert er gegen die Eltern. Wenn seine Mutter mit ihm spricht, stellt er seine Ohren auf Durchzug. Mit seinem Vater redet er irgendwann gar nicht mehr. 1968 beginnt Wolf-Dieter Hartmann mit dem Studium der Psychologie. Es ist die Zeit, als Esoterik und Psychotechniken boomen. Der Student ist weltoffen, also schließt er sich einer Selbsterfahrungsgruppe an. Ob Chakra-Meditation, Kontakte zum Jenseits oder gruppendynamische Übungen, ihn fasziniert jede neue Methode. Bereits als Junge hat Wolf-Dieter Hartmann beschlossen, nie zu heiraten, denn er will niemals in irgendeine Abhängigkeit geraten. Nur seiner langjährigen Freundin Rose zuliebe heiratet er sie 1973 doch. Auch nach der Hochzeit hat er immer wieder andere Frauen, vertritt sogar öffentlich in Vorträgen die freie Liebe. Nach dem Studium macht er sich mit einer psychologischen Praxis selbstständig. Doch bald begegnen ihm Menschen, auf deren Probleme er keine Antwort weiß. Außerdem hat er längst selbst Probleme, die er nicht lösen kann. Herzlich willkommen, Wolf-Dieter Hartmann. Schön, dass Sie da sind. Gerne. So wild, wie Ihr Leben soeben geschildert worden ist, sehen Sie gar nicht aus. Tja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, Sie haben sich natürlich ein bisschen verändert im Laufe der Zeit. Der letzte Satz im Film hieß, dass Sie Probleme nicht lösen konnten. Welche Probleme waren denn das? Gut, es war auf 2 Ebenen. Das eine, dass ich in der Praxis mit Menschen zu tun hatte, mit Klienten, wie man sie nannte, die Probleme hatten, auf die ich keine Antwort hatte. Mhm. Zum Beispiel eine Frau, die Krebs hatte und nur noch 2 Monate zu leben hatte. Und was sollte ich dieser Frau sagen? Das andere, ein Mann, der zu mir kam, mir erzählte, dass er jemanden umgebracht hat. Und das brachte mich an Grenzen in meiner Berufsausübung. Und ich war ungern ohnmächtig. Mhm. Das war das eine. Auf der anderen Seite war ich mit meiner Frau, also in der Ehe, in einer dermaßen dicken Krise, weil ich gemerkt habe, ich habe es nicht vor die Reihe gekriegt. Ich habe die Beziehung nicht vor die Reihe gekriegt, die Ehe nicht vor die Reihe gekriegt. Ich war einfach ja wirklich am Ende. So der Rebell, der da so ein bisschen in dem Film zu spüren schien, der sind Sie heute, wie gesagt, nicht mehr. Sie wirken rein äußerlich, also sehr ruhig und gesetzt. Aber das muss ja wohl dann in Ihrer Jugend ganz anders gewesen sein. Also mit den Eltern irgendwie kamen Sie nicht so richtig klar, ne? Nee, das war ganz schwierig. Also es war zum einen so, dass ich mir ungern was sagen ließ.